Preist den Herrn, verehrte Zuhörer, und ein großes und gesegnetes Willkommen hier zu unserer Sendung Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen hier auf Jesus ist Lord Radio, euer Endzeit-Erweckungsradiosender und Radio Frieden. Mein Name ist Pastor Julia. Es ist mir eine große Ehre, euch heute dieses Programm bringen zu dürfen. In dieser Sendung werden wir den Herrn lobpreisen mit den Anbetungsliedern und wir werden auch eine ganz mächtige Botschaft hören, die der Endzeitprophet des Herrn gesprochen hat auf der Konferenz in Amsterdam in den Niederlanden. Das heutige Thema lautet: Deine Ausdauer wird belohnt. Und bevor wir diese mächtige Botschaft heute hören werden, werde ich euch von einer ganz mächtigen Heimsuchung berichten, die am 28. und am 29. April 2017 in Nairobi hier in Kenia stattgefunden hat. Und zwar war das, als der Mann Gottes, der Endzeitprophet des Herrn, die 83 Bischöfe taufte. Und am nächsten Tag weihte er die Bischöfe und ordinierte die Bischöfe und der Herr verklärte ihn. Davon werde ich euch heute berichten. Bevor wir also zu diesem Thema kommen, möchte ich euch noch unsere E-Mail-Adresse nennen. Sie lautet jesusislord.fmradio@gmail.com. Bitte meldet euch für alle Fragen, die ihr habt, für alle Gebetsanliegen, ja, und für alle Kommentare, die ihr gerne uns nennen möchtet. Und ich möchte euch auch auf unsere Webseite hinweisen. Sie lautet www.bereutundbereitetdenweg.org und unser YouTube-Kanal, wo ihr die Botschaften von dem Endzeitpropheten des Herrn hört, auf deutscher Übersetzung. Und ihr könnt auch die Prophezeiungen hören und die mächtigen Heilungswunder, die jetzt passieren. Dies könnt ihr also alles auf dem YouTube-Kanal Jesus kommt Deutschland sehen. Gesegnete Zuhörer, wir kommen nun zu unserer ersten Lobpreisrunde. Das Lied wird gesungen von Anja Lehmann und der Titel heißt Wunderbarer Hirte. Du bist ein wunderbarer
Gesegnete Zuhörer, ich möchte euch nun einen Bericht geben über die mächtige Heimsuchung, die am 28. und am 29. April 2017 stattfand. Eine sehr mächtige, glorreiche und massive Heimsuchung des Herrn passierte. Die Bibel sprach über die Zeiten, in denen wir leben. Und als der Herr beschrieb, in welcher Zeit wir sind, sagte er, er wird zurückkommen und das gefallene Zelt von David wiederherstellen. Dies können wir, verehrte Zuhörer, in der Bibel lesen, in Amos Kapitel 9, Vers 10 und 11. Hier steht, zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Lücken verzäunen und was abgebrochen ist,
wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist. Verehrte Zuhörer, der Herr ist jetzt dabei, die Gemeinde wieder aufzurichten und sie von dem Glaubensabfall zu befreien. In der Bibel heißt es in 2. Mose, Kapitel 23, von Vers 20 bis 22. Pass auf, ich werde einen Engel vor dir herschicken, der dich unterwegs behütet und dich an den Ort bringt, den ich für dich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und hör auf das, was er sagt. Lehn dich nicht gegen ihn auf. Er würde euch das nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du ihm aufs Wort gehorchst, wenn du alles tust, was ich durch ihn sage, dann werde ich deine Feinde befeinden und deine Bedränger bedrängen. Gesegnete Zuhörer, der Herr hat eine neue Priesterschaft in Kenia erhoben. Es sind 83 Bischöfe, die wassergetauft wurden am 28. April 2017. Und am 29. April 2017 wurden sie durch den Mann Gottes, den Endzeitpropheten des Herrn, geweiht für das Amt des Bischofs. Und was an diesen zwei Tagen passierte, ist wirklich sehr, sehr mächtig, massiv. Eine massive Heimsuchung des Herrn fand statt, verehrte Zuhörer. Als der Mann Gottes die 83 Bischöfe taufte, strahlte die Herrlichkeit des Herrn auf den Mann Gottes. Und als die Bischöfe eintraten in das Taufbecken, um getauft zu werden, traten sie in die Herrlichkeit auch ein. Verehrte Zuhörer, während der Mann Gottes sich beugte, um die Taufe zu vollziehen, beugte sich sogar auch die Herrlichkeit. Ihr könnt dieses Video auch sehen auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Er heißt Jesus kommt Deutschland. Dort könnt ihr sehen, könnt ihr die mächtige Herrlichkeit Gottes sogar sehen. Und wir danken den Herrn, dass er uns erlaubt hat, diese mächtige Herrlichkeit Gottes aufzunehmen auf Kamera. Ja, liebe Zuhörer, und danach, nach dieser Wassertaufe am 28. April 2017, brach eine massive Feier aus, ein massiver Jubel, und die Bischöfe fielen sogar auf ihren Bäuchen vor lauter Ehrfurcht und Erstaunen, als sie realisierten, dass der heilige Gott von Israel seinen Diener besuchte zu dieser mächtigen Stunde, während die Wassertaufe stattfand. Und am nächsten Tag, verehrte Zuhörer, fand der Ordinationsgottesdienst und Weihungsgottesdienst statt, der von dem Mann Gottes, dem Endzeitpropheten des Herrn, durchgeführt wurde. Und was dort passierte, verehrte Zuhörer, ist absolut unbeschreiblich und überwältigend. Während dem Ereignis des Weihegottesdienstes, welches der Herr verordnete und per Stimme befahl, durch seinen Diener, den Endzeitpropheten des Herrn, passierte eine sehr mächtige Sache. Während der Endzeitprophet des Herrn die Bischöfe salbte und sie ordinierte zu dem Amt des Bischofs, umhüllte der Herr seinen Diener, den Mann Gottes, den Endzeitpropheten des Herrn, mit seiner Herrlichkeit. Man kann es sogar auf den Bildern sehen, verehrte Zuhörer, und in dem Video, wie der Herr seinen Diener mit der Herrlichkeit umhüllte. Als der Mann Gottes mit einem goldenen Ölgefäß von einem Bischof zu dem nächsten ging, um jeden Einzelnen zu salben. In diesem mächtigen Ordinations- und Weihegottesdienst führte der Mann Gottes auch das heilige Abendmahl zu den Bischöfen aus. Während der Mann Gottes das heilige Abendmahl durchführte, passierte ein weiteres Wunder. Als er das Brot nahm, welches den gebrochenen Körper von Christus symbolisiert, und den gefüllten Becher nahm, welches das Blut von Jesus symbolisiert, das vergossen wurde für die Erlösung der Gemeinde und der Menschen, wurde plötzlich der Mann Gottes glorifiziert auf sehr ehrfurchterregender Weise. Plötzlich wurde er komplett glorifiziert. Sein Gewand wurde strahlend und seine Füße waren glorifiziert. Und sogar die ganze Umgebung, auch die Stühle, wurden weiß mit Herrlichkeit, strahlend mit Herrlichkeit. Die Füße von dem Mann Gottes waren voll bedeckt mit der Herrlichkeit des Herrn. Als er ging, waren seine Füße voll mit Herrlichkeit, sodass die Herrlichkeit von seinen Füßen floss. Die Herrlichkeit des Herrn strahlte von den Füßen seines Dieners, den mächtigen Propheten des Herrn. Dies könnt ihr alles sehen, verehrte Zuhörer, in dem Video, welches ihr auf YouTube finden könnt.
Der Kanal heißt Jesus kommt Deutschland. Die Herrlichkeit folgte seine Füße und die Füße von dem glorreichen Botschafter von dieser Stunde. Und die Herrlichkeit des Herrn umriss seine Füße und bedeckte komplett seine Füße und bedeckte und umhüllte seine Füße und floss von seinen Füßen. Und dies wurde alles auf Kamera aufgenommen, verehrte Zuhörer. Der Mann Gottes wurde komplett verklärt, auf Kamera aufgenommen. Was für ein ehrfurchterregendes Ereignis. Dies sind mächtige Neuigkeiten. Und der Mann Gottes sprach in der Prophezeiung am 22. April über ein großes Ereignis, über die Heimsuchung des Herrn, wo er verklärt wird im Taufbecken. Und der Mann Gottes sprach auch darüber, wie die Herrlichkeit des Herrn sein Gewand umriss und ihn verklärt. Und an diesen zwei Tagen, am 28. und am 29. April, fand die Stadt, traf die Prophezeiung ein, die Prophezeiung erfüllte sich. Und nicht nur das, der Herr wiederholte auch die Bibel. Wahrlich, verehrte Zuhörer, leben wir in den Tagen seines Dieners, die Tage seines ehrfurchterregenden Propheten von der Bibel, die Tage seiner Herrlichkeit. Die Bibel sprach über die glorreichen Füße auf dem Berg. Es ist eine große Gnade, dass wir leben können, um diese Herrlichkeit zu sehen, die glorifizierten Füße von seinem Diener. Dies ist ein mächtiges Zeichen und Wunder von unserem Zeitalter und unserer Zeit. Die Bibel sprach über die glorreichen Füße in Jesaja Kapitel 52, Vers 7. Ich lese vor, Jesaja Kapitel 52, Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Wie erstaunlich, verehrte Zuhörer, die Füße von dem Botschafter unserer Wiederherstellung wurden glorifiziert mit der Herrlichkeit des Herrn, die von seinen Füßen floss. Was für ein Zeichen und Wunder dieser Stunde, dass der Herr es erlaubt, dass der Mann Gottes, der Endzeitprophet des Herrn, von der Kamera aufgenommen werden durfte, als er komplett verklärt war. Wie überwältigend, dass jemand über ein spezifisches Ereignis vorher spricht, dass der Herr kommen wird und ihn bedeckt mit der Herrlichkeit seiner Gegenwart und dieses Ereignis passiert. Dies lehrt uns, gesegnete Zuhörer, dass die Zeiten sich verändert haben. Gesegnete Zuhörer, die Bibel wiederholt sich in unserer Zeit. Die Zeit kommt zu einem Ende. Die Tage, in denen wir leben, sind die Tage von dem ehrfurchterregenden Propheten der Bibel. Der Botschafter, der uns vorbereitet für das Kommen des Messias, ist in unserer Mitte, wie die Bibel uns es versprochen hatte. Der Endzeitprophet des Herrn wurde verklärt im Taufbecken, als er die 83 Bischöfe taufte und während dem Weihegottesdienst, sodass die ehrfurchterregende Herrlichkeit von Yahweh ihn komplett bedeckte. Die Herrlichkeit des Herrn bedeckte die Füße von dem Endzeitpropheten des Herrn. Liebe Glaubensgeschwister, liebe Zuhörer, hört auf den Endzeitpropheten des Herrn und ehrt seine Gegenwart. Seine Gegenwart, die Gegenwart des Herrn. Die Stimme von Yahweh. Wenn du schwach bist, komm.
Komm hin zum Kreuz, dem Ort der Tränen, wo tief im Meer Gott die Sünde versenkt. Komm hin zum Kreuz, dem Ort der Vergebung, der gute Hirte lädt dich dorthin ein. Der gute Hirte lädt dich dorthin ein. Der gute Hirte lädt dich dorthin. Verehrte Zuhörer, ihr habt eingeschaltet auf eurem Erweckungsradiosender Jesus ist Lord Radio und Radio Frieden. Wir gehen jetzt nun direkt zur Botschaft und das Thema der heutigen Botschaft lautet: Deine Ausdauer wird belohnt. Ja, liebe Zuhörer, bitte schreibt alles mit, denn ihr könnt dann nochmal nachschlagen später und natürlich auch euren Mitmenschen darüber berichten. Bitte habt auch eure Bibel in nächster Reichweite. Und hier ist nun die Botschaft. Let us now turn to Revelation chapter 19. Lasst uns nun Offenbarung Kapitel 19 aufschlagen. Verses 6 to verse 9. Vers 6 bis Vers 9. Halleluja. Halleluja. Revelation chapter 19. Offenbarung Kapitel 19. Verses 6 to verse 9. Vers 6 bis Vers 9. Then I heard what sounded like a great multitude. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge. Like the roar of rushing waters. Und wie das Rauschen vieler Wasser. And like loud peals of thunder shouting. Und wie der Schall starker Donner. Sie riefen: Halleluja! Halleluja! For our Lord God Almighty reigns. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, regiert. Verse 7 he says. Im Vers 7 sagt er: Let us rejoice. Lasst uns fröhlich sein. And be glad. Und jubeln. And give him glory. Und ihm die Ehre geben. For the day of the wedding of the Lamb has come. Denn der Tag der Hochzeit des Lammes ist gekommen. And his bride. Und seine Braut. Has made herself ready. Hat sich vorbereitet. And then, und dann, he said, verse 8, fine linen, er sagt im Vers 8, feine Leinen, bright and clean was given her to wear, strahlend und rein wurden ihr zum Tragen gegeben. Fine linen, feine Leinen, tents, stellt dar, the righteous acts, die gerechten Handlungen. Then he finishes by saying, dann beendet er, indem er sagt, Verse 9. Vers 9. Then the angel said to me, und dann sprach der Engel zu mir, write. Schreibe. Then he says, blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb. Dann sprach er, gesegnet sind diejenigen, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Then he says, dann sagt er, these. Dass dies. These are the true words of God. Dies sind die wahrhaftigen Wörter Gottes. He's saying, er sagt, that when the Messiah, dass wenn der Messias comes back, zurückkommt for the church, für die Gemeinde, like a thief, wie ein Dieb, at the midnight hour, zur Mitternachtsstunde. He's saying, er sagt, that when I saw those wedding rings in the sky, dass als ich
diese Hochzeitsringe am Himmel sah. It was a conversation. Es war eine Unterhaltung. It was a message. Es war eine Botschaft. Instruction. Anweisung. To prepare for that day. Um für diesen Tag sich vorzubereiten. Because. Weil. The Messiah came. Der Messias kam. And was abused. Und wurde misshandelt. On the cross. Am Kreuz. And out of that abuse. Und von dieser Misshandlung heraus. The heart of the Father suffered so much sorrow. Das Herz des Vaters musste so viel Kummer ertragen. He was abused less than a dog. Er wurde schlimmer als ein Hund misshandelt. He was abused. Er wurde misshandelt. And when he finished the job. Und als er das Werk vollbrachte. Ever since then until now. Seit diesem Zeitpunkt bis jetzt. Heaven is waiting. Wartet der Himmel. Where is the fruit? Wo ist die Frucht? Of the cross. Von dem Kreuz. Where is it? Wo ist es? The garment that he said. Das Gewand, von dem er sprach. Finest linen. Feinste Leinen. Bright and clean. Strahlend und rein. Was given her to wear. Wurde ihr zum Tragen gegeben. That garment. Dieses Gewand. Is also the consolation. Ist auch der Zuspruch. That the Lord gives. Den der Herr gibt. To the church. Zu der Gemeinde. To the believers. Zu den Gläubigen. Hallelujah. Hallelujah. That have gone through persecution. Die durch Verfolgung gegangen sind. That as you try to pursue righteousness today. Dass während ihr versucht, Gerechtigkeit zu verfolgen, you go through a tremendous abuse. Geht ihr durch eine enorme Verschmähung. Even the legal regime. Sogar die gesetzlichen Systeme. Is all against the Lord. Sind alle gegen den Herrn. Everything, the supermarkets, the TV, the what, the neighborhood, the everything. Alles, die Supermärkte, das Fernsehen und so weiter und die Wohngegend. It's as though God has now been thrown out. Es ist so, als wenn man Gott herausgeschmissen hätte. It's as though God has been thrown out. Es ist so, als wenn man Gott rausgeschmissen hätte. And he say, und er sagt, that for us as Christians, dass für uns als Christen, the Lord is saying, der Herr sagt, that this garment, dass dieses Gewand, when I come to the church, wenn ich zur Gemeinde komme, and I look at the church, und ich betrachte die Gemeinde, and see the church sporting this garment, und ich sehe, wie die Gemeinde das Gewand trägt, that to me then symbolizes, das symbolisiert mir dann, the reward, den Lohn, the compensation, die Entlohnung, that the Lord has bestowed on that church, die der Herr dieser Gemeinde verleiht hat, for all the pains, für alle Schmerzen. You try to go to work. Ihr versucht zur Arbeit zu gehen. Maybe you've tied your hair. Vielleicht habt ihr eure Haare zusammengebunden. And maybe you wear a long skirt if you're a lady here. Und vielleicht trägt ihr lange Röcke, wenn ihr eine Frau hier seid. Maybe based on that you will not pass the interview. Vielleicht daraufhin basierend werdet ihr nicht im Bewerbungsgespräch angenommen. Because today the world has a certain confirmation. Denn heutzutage hat die Welt eine bestimmte Konfirmation. So can you read with me the book of Luke chapter 18 verses 7 and 8? Könnt ihr nun mit mir das Buch Lukas Kapitel 18 lesen, Vers 7 und Vers 8? Luke 18. Lukas 18. 7 and 8. 7 und 8. Hallelujah. Hallelujah. The garment is the consolation we have. Das Gewand ist der Zuspruch, den wir haben. That the Lord gave us. Den der Herr uns gab. The reward. Die Belohnung. It symbolizes the reward to come, the consolation that will heal our hearts. Es symbolisiert die Belohnung, die kommen wird, der Zuspruch, der unser Herz heilen wird. Because sometimes it's hard. Denn manchmal ist es schwierig. And so he is using this garment. Und nun, er gebraucht dieses Gewand, to tell the church, um der Gemeinde zu sagen, just hang in there. Halte einfach nur aus. Never give up. Gebe niemals auf. You may be alone. Vielleicht bist du alleine. You may be few. Vielleicht seid ihr wenige. But keep standing. Aber bleibe standhaft. Don't give it up. Gebe es nicht auf. Keep standing on righteousness. Bleibe standhaft.
in der Gerechtigkeit. It may look painful. Vielleicht sieht es schmerzhaft aus. May look trial and tribulation. Es mag vielleicht nach Versuch und Leiden aussehen. Persecution. Verfolgung. But don't give up. Aber gebe nicht auf. Just stand in there. Bleibe dort. Einfach standhaft. That garment is your reward. Dieses Gewand ist deine Belohnung. It is your compensation. Es ist deine Entschädigung. Consolation. Konsolidierung. Can we read Luke chapter 18? Können wir Lukas Kapitel 18 lesen? In fact, I can read from verse 1 to verse 8 and then I'll explain to you. Tatsächlich kann ich von Vers 1 bis Vers 8 lesen und dann erkläre ich euch. You see, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Er sagt, dann zeigte Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass sie alle Zeit beten sollen und niemals aufgeben sollen. In other words, in anderen Worten, listen to me, the Church of Christ. Hör zu mir, die Gemeinde von Christus. He's saying, er sagt, that he gave them a parable, dass er ihnen ein Gleichnis gab, to emphasize to them, um für sie zu betonen, to always pray, immer zu beten, and persevere and not give up, und durchzuhalten und nicht aufzugeben. Verse 2. Vers 2. He said, er sagte, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. Es war ein Richter in einer bestimmten Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. And there was a widow in that town who kept coming to him. Und es gab eine Witwe in dieser Stadt, die fortlaufend zu ihm kam. With plea. Mit Bitte. Grant me justice against my adversary. Schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersacher. And then he goes on to say, und dann spricht er weiter. For some time he refused. Für einige Zeit lehnte er ab. But finally he said to himself, aber letztendlich sagte er zu sich selbst, even though I don't fear God or care about man, auch wenn ich Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, yet because this widow keeps bothering me, dennoch plagt mich diese Witwe. I will see that she gets the justice she demands. Ich werde dafür sorgen, dass sie das Recht bekommt, welches sie einfordert. So that she won't eventually wear me out. So dass sie mich nicht irgendwann erschöpft. With her coming. Mit ihrem Besuch. In other versions, in anderen Versionen, he says, so that she may not attack me. Sagt er, so dass sie mich nicht attackiert. Because this is a poor widow, very vulnerable. Denn dies ist eine arme Witwe, sehr verletzlich. Seeking justice. Die Recht sucht. And so I was surprised in the other versions, he says, so that she may not attack me. Ich war also überrascht, denn in den anderen Versionen sagt er, so dass sie mich nicht attackiert. Halleluja. Halleluja. And then he says, und dann sagt er, Vers 6. And the Lord said, und der Herr sagte, listen to what the unjust judge says. Hört zu dem, was der ungerechte Richter sagt. And will not God bring about justice for his chosen ones? Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen? Who cry out to him day and night? Die zu ihm weinen Tag und Nacht. Will he keep putting them off? Wird er sie hinhalten? I tell you the truth. Ich sage euch die Wahrheit. He will see that they get justice and quickly. Er wird ihnen Recht schaffen und das schnell. You say, however, er sagt, jedoch, when the Son of Man comes, wenn der Menschensohn kommt, will he find faith at all left on this earth? Wird er überhaupt Glauben finden, der übrig ist auf dieser Erde? He finishes by saying, er beendet, indem er sagt, however, jedoch, when the Son of Man comes back, wenn der Menschensohn zurückkommt, will he really find any faith left on this earth? Wird er überhaupt Glauben finden auf dieser Erde? So I want to talk about this regarding the church. Ich möchte nun darüber sprechen bezüglich der Gemeinde. So the Lord in his submission here. Nun der Herr in seiner Einreichung hier. He talks about the coming of the Messiah. Er spricht über das Kommen des Messias.
the conversation we are involved in today. Die Unterhaltung, in der wir heute involviert sind. He comes out and says, yes, it is true. I am the Messiah that comes back. Er kommt heraus und sagt, ja, es ist wahr. Ich bin der Messias, der zurückkommt. But he sets up a sin. Aber er legt ein Zeichen an. He paints a picture. Er malt ein Bild. Of the days before he comes. Über die Tage, bevor er kommt. And when you listen very carefully to the picture the Lord paints here. Und wenn ihr sehr aufmerksam zuhört über das Bild, welches der Herr hier malt. He says. Er sagt. There will be times of great injustice. Es wird Zeiten geben von großer Ungerechtigkeit. When you listen the way he's talking. Wenn ihr hört über die Weise, wie er spricht. He's saying. Er sagt. There will be times of declining spiritual life. Es wird Zeiten geben von einem abnehmenden spirituellen Leben. The spiritual life of the church will decline. Das spirituelle Leben der Gemeinde wird fallen. Declining faith. Fallender Glaube. He presents this picture. Er stellt dieses Bild vor. The exact picture of what you see happening today. Das exakte Bild, das ihr seht, was heutzutage passiert. He paints that portrait. Er malt dieses Porträt. And he uses it to bring forth the announcement of the coming of the Messiah. Und er gebraucht es, um das Kommen des Messias zu verkünden. That becomes his background. Das wird zu seinem Hintergrund. He says, er sagt, this widow, diese Witwe, very vulnerable, sehr verletzlich, very poor, most likely, höchstwahrscheinlich sehr arm, if it is in Africa, wenn es in Afrika ist, probably her land, höchstwahrscheinlich ihr Land, is being taken away by the in-laws or other people, ist weggenommen von den Schwiegereltern oder anderen Menschen. And so she's going to seek for justice. Sie sucht also nach Rechtsmäßigkeit. If it is in this country, I don't know what it is. Wenn es in diesem Land ist, ich weiß nicht, was es ist. But you see, in those days too, you do not have government subsidies, right? To support them or whatever. Aber seht ihr, auch in diesen Tagen hatte man keine staatlichen Subventionen, um sie zu unterstützen und so weiter. But he's saying, aber er sagt, that this widow, dass diese Witwe goes to an unjust king, to a king that is not just. Geht zu einem ungerechten König, zu einem König, der nicht gerecht ist. The king that does not fear God. Der König, der nicht Gott ehrfürchtet. And he's saying, und er sagt, that the fact that she is persistent, dass die Tatsache, dass sie hartnäckig ist, persistent, consistent, hartnäckig, konsequent, unrelenting, unnachgiebig, does not give up, gibt nicht auf, the unjust king, der ungerechte König, unjust judge, der ungerechte Richter, is compelled, ist gezwungen, to deliver justice, um Gerechtigkeit auszuführen. And then now, und dann jetzt, he uses that to the church. Er gebraucht dies zur Gemeinde. He said, if the king that does not fear God, er sagte, wenn der König, der nicht Gott ehrfürchtet, could finally out of not giving up, konnte schließlich wegen der Tatsache des Nicht-Aufgebens, finally give justice to this woman. Kann endlich Gerechtigkeit zu dieser Frau geben. How much more? Wie viel mehr? You children of God. Ihr Kinder Gottes. You chosen ones of God. Ihr Auserwählten von Gott. Will your just king? Wird euer gerechter König deliver justice? Gerechtigkeit ausführen. To you. Zu euch. Did you understand? Habt ihr verstanden? So he's saying, er sagt also, he may look rough, es mag vielleicht rau aussehen. Now, jetzt, when you are a Christian, wenn ihr ein Christ seid, but don't give up, aber gebt nicht auf. Keep standing, bleibt standhaft. Because he's saying, denn er sagt, the unjust king, der ungerechte König, the king that has no fear of God, der König, der keine Ehrfurcht Gottes hat, could deliver justice, der Recht ausführt. How about you? Wie ist es mit euch? The children of God, die Kinder von Gott, with the king that is just, mit dem König, der gerecht ist. So the Lord paints the following picture. Der Herr also malt das folgende Bild. He actually warns us of what you see today. Tatsächlich warnt er uns vor dem, was wir heutzutage sehen. That before he comes, dass bevor er kommt, there will be this declining faith,
wird es diesen abfallenden Glauben geben. And he's saying essentially, und er sagt im Wesentlichen, that when he comes, the scale, the balance, dass wenn er kommt, die Waage, das Gleichgewicht, the balance he will use, das Gleichgewicht, welches er gebrauchen wird, to weigh you, um dich zu wiegen, is the balance of faith. Ist das Gleichgewicht des Glaubens. On one side, auf einer Seite, all the faithful acts of the church, all die vertrauensvollen Handlungen der Gemeinde, and on the other side, und auf der anderen Seite, the unfaithful acts of the church, die treulosen Handlungen der Gemeinde. Be careful now. Seid vorsichtig jetzt. Then you will see which one will balance. Wenn ihr seht, welche sich ausbalanciert, which one will weigh, outweigh the other. Welche wird die andere auswiegen? So the Lord uses this, also der Herr gebraucht seine, to tell the church, um der Gemeinde zu sagen, that surely the garment of righteousness, dass wahrlich das Gewand der Gerechtigkeit, is your credit for faithfulness, credit, ist dein Guthaben für Gerechtigkeit. Guthaben. He's saying, er sagt, that the garment of righteousness, dass das Gewand der Gerechtigkeit, that persistence to pursue righteousness now, diese Beharrlichkeit, Gerechtigkeit jetzt zu verfolgen, is actually your consolation, ist tatsächlich euer Zuspruch. Because when the Messiah comes, denn wenn der Messias kommt, then you are recompensated. Dann wird euch zurückvergütet, by entering the eternal glorious kingdom, indem ihr in das ewigliche, glorreiche Königreich eintretet. It may look ugly now. Es kann sein, dass es jetzt schlimm aussieht. You might lose all your friends now. Vielleicht verliert ihr jetzt alle eure Freunde, if you decide to pursue righteousness, wenn ihr euch entscheidet, Gerechtigkeit zu verfolgen. But he's saying, aber er sagt, hang in there. Halte hier aus. Keep standing. Bleib standhaft. Don't give up. Gebe nicht auf. There is a prize coming. Es gibt einen Preis, der kommt. He is using the example of this poor widow. Er gebraucht das Beispiel von dieser armen Witwe, who did not give up, die nicht aufgegeben hat. In front of a non-God-fearing king. Vor einem König, der nicht Gott ehrfürchtet. Not God-fearing. Nicht Gott ehrfürchtend. So the Lord is emphasizing, der Herr betont also, enduring faith, anhaltenden Glaube. He's saying, er sagt, eternity, Ewigkeit, is not a group event, ist keine Gruppenveranstaltung. Personal. Persönlich. So make sure that whatever you do today, stellt also sicher, was auch immer ihr heute tut, make sure that your faithfulness unto the Lord is enduring. Stellt sicher, dass eure Treue zu dem Herrn anhaltend ist. Make sure you stand. Stellt sicher, dass ihr standhaft seid. It doesn't matter what you go through at your workplace. Es kommt nicht darauf an, was ihr durchgeht auf eurem Arbeitsplatz. This garment, dieses Gewand, is the representation, the symbol of that compensation, consolation, ist die Darstellung, die Symbolik von dieser Entlohnung, der Konsolidierung. You remember Matthew chapter 25 verse 13? Erinnert ihr euch an Matthäus Kapitel 25, Vers 13? He gives a scenario of this time also. Er gibt ebenfalls ein Szenario von dieser Zeit. And then he uses the banquet, preparing for the banquet, the kingdom of God. Und dann gebraucht er das Bankett, sich vorzubereiten für das Bankett, das Königreich von Gott. And the most important verse in that entire Scripture. Und der wichtigste Vers in dieser gesamten Schriftstelle ist Vers 13. Ist Vers 13. Because then he says, weil dann sagt er, he tells them, for you, however, for you, er sagt ihnen, für euch, jedoch für euch, you just prepare, bereitet euch bloß vor, despite the above, trotz des Obrigen, you just prepare, ihr bereitet euch einfach vor. Because the king is coming. Denn der König kommt. Do you remember the days of Noah? Erinnert ihr euch an den Tagen von Noah? You remember that Noah was building an ark? Erinnert ihr euch, dass Noah eine Arche gebaut hatte? And I see many Noahs sitting here today. Und ich sehe viele Noahs, die hier heute sitzen. Building an ark. Die eine Arche bauen. In some dry land. Dry, dry. In einem trockenen Land. Trocken. Trocken,
trocken. Building an ark, not in the ocean, in a dry, in inland, inland dry. Die eine Arche bauen, nicht am Ozean, in einem trockenen, im Binnenland. Binnenland, trocken. And every time he suffered ridicule and mockery. Und jedes Mal leidete er unter Gespött und Verhöhnung. And they kept asking him, what is this you're doing? Und sie fragten ihn ständig, was ist das, was du tust? He said, I'm building an ark. Er sagte, ich baue eine Arche. Why would you do this here? Warum würdet ihr dies hier tun? Because you need to do it in the ocean near there. Denn du musst dies am Ozean tun, in der Nähe dort. He said, no, the world is soon going to come to an end. Er sagte, nein, die Welt wird bald zu einem Ende kommen. Then they walked away, shaking their heads. Dann gingen sie fort und schüttelten ihre Köpfe. They said, some people are crazy. Sie sagten, einige Menschen sind verrückt. He was building an ark inland, inland. Er baute eine Arche im Binnenland, im Binnenland. I don't know how far inland. Ich weiß nicht, wie weit im Binnenland. You are building your ark. Du baust deine Arche. Some of you in university. Einige von euch auf der Universität. And it's really inland. Und es ist wirklich Binnenland. And when you're building it, it doesn't make sense. Und wenn ihr es baut, macht es keinen Sinn. They abused him. Sie misshandelten ihn. They mocked him. Sie verspotteten ihn. And then, und dann, one day, eines Tages, one day, eines Tages, that day, dieser Tag, began just like a normal day to the people, ate breakfast. Es fing an wie ein ganz gewöhnlicher Tag für die Leute. Sie aßen Frühstück. They woke up, they greeted good morning, they greeted each other. Sie wachten auf und sie begrüßten sich mit guten Morgen. Sie begrüßten einander. How are you today? Wie geht es dir heute? They woke up like a normal day. Sie wachten auf wie an einem normalen Tag. And then the Lord said, und dann sagte der Herr, now you can enter into God's rest. Jetzt kannst du in Gottes Ruhe hineingehen. God's rest. Gottes Ruhe. Remember Noah. Erinnert euch an Noah. He said, now you can enter. Er sagte, jetzt könnt ihr eintreten. Into God's rest. In die Ruhe Gottes. After all the mockery, nach all der Verspottung, the abuse, die Misshandlung, the slander, die Beleidigung, the blackmail, diese Erpressung, now you can come in. Jetzt kannst du hineintreten and rest. Und ausruhen. And the Lord destroyed the whole earth. Und der Herr zerstörte die ganze Erde. That day, dieser Tag, appeared. Trat ein. Do you remember Lot? Erinnert ihr euch an Lot? In Sodom? In Sodom? Hallelujah. Hallelujah. Oh yes. Oh ja. That's why I said that garment is your consolation. Deswegen sagte ich, dieses Gewand ist eure Konsolidierung. If you read the book of Genesis, wenn ihr das Buch von 1. Mose liest, Genesis 18:20, just to finish up with this. 1. Mose 18:20, nur um dies zu beenden. Genesis 18:20 says the outcry. 1. Mose 18:20 sagt das Geschrei. 18:20 says. 18:20, er sagt. Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous. Und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist so groß und ihre Sünde ist sehr schwer. So I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist. If not, I will know. Oder ob nicht, ich will es wissen. Halleluja. Halleluja. So you see now. Ihr seht also jetzt. The outcry was so great. Das Geschrei war so groß. It was so great out there. Es war so groß dort draußen. Now in Europe, the outcry is so great. Jetzt in Europa, das Geschrei ist so groß. Those that have chosen righteousness. Diejenigen, die sich für Gerechtigkeit entschieden haben. It is so great. Es ist so groß. We had many university students also. Wir hatten auch viele Universitätsstudenten. We still have them. Wir haben sie immer noch. And you can imagine the challenge of living in holiness in the university. Und ihr könnt euch die Herausforderung vorstellen, in Heiligung zu leben
in der Universität. But the Lord is very mighty. Aber der Herr ist sehr mächtig. He has consistently and faithfully helped them. Er hat ihnen beständig und treu geholfen. They have their own fellowship now. Sie haben ihre eigene Gemeinschaft jetzt. When others go for what? For them on the weekend, for them they go for evangelism. Wenn andere irgendwo hingehen am Wochenende, für sie, sie gehen um zu evangelisieren. And so, just know that the Lord your God. Und nun wisst einfach, dass der Herr, euer Gott, who is able to help Lot from that Sodom, der in der Lage ist, Lot zu helfen von diesem Sodom. He will help you. Er wird euch helfen. Halleluja. Halleluja. He will help you. Er wird dir helfen. He will help you and see you through. Er wird euch helfen und euch durchbringen. Into the kingdom. In das Königreich. Gesegnete Zuhörer, diese mächtige Botschaft hat der Mann Gottes auf der Konferenz in Amsterdam 2016 gesprochen. Und wir haben heute in der Botschaft gehört, nicht aufzugeben, sondern einfach weiterzumachen, weiter den Herrn zu suchen und seine heiligen Wege und uns nicht abzubringen von diesem schmalen Weg, auf den wir gehen müssen. Der Weg der Heiligung und Buße, der Weg der Rechtschaffenheit, der Weg der Gerechtigkeit, um in das Himmelsreich zu kommen. Auch wenn es oft sehr rau aussieht in der Welt für Christen, wenn man sich heilig anziehen möchte, wenn man dies und das nicht tut, weil es einfach Sünde ist, wenn man es ablehnt, Alkohol zu trinken, wenn man es ablehnt, weltliche Filme und Zeitschriften zu lesen, wenn man es ablehnt, zu lügen oder Kompromisse einzugehen, ja, man wird oft vielleicht vernachlässigt von den Mitmenschen, man wird gespottet, aber wir haben in der Botschaft gehört, nicht aufzugeben, sondern einfach weiter die Heiligung zu suchen, denn der Herr, der König der Gerechtigkeit, er wird kommen und er wird uns dafür belohnen und der Preis wird sehr groß sein. Deshalb lohnt es sich, jetzt auszuhalten, jetzt einfach weiter geradeaus zu gehen auf dem schmalen Weg der Heiligung und der Gerechtigkeit, bis der Messias kommt und einfach weiterhin Buße zu tun, einfach weiterhin Heiligkeit, Reinheit in unserem eigenen Leben zu suchen, denn es wird groß belohnt werden. Der Herr hat einen großen Preis für diejenigen vorbereitet, die nach seinen Wegen hier auf der Erde gehen, die seine Wege gesucht haben, die seine Wege jeden Tag suchen, die ihn ehren in allem, was sie tun, die den Namen Jesus Christus in ihrem Leben erhöhen, in ihren Denkensweisen, in ihren Handlungen. Für diese Leute wird es einen großen Preis geben, verehrte Zuhörer. Deshalb tut nun alles daran, den Herrn in eurem Herzen und mit eurem Leben zu glorifizieren. Jesus sprach in der Bibel in Matthäus Kapitel 6, Vers 19, 20 und 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Gesegnete Zuhörer aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und aus allen Ländern, die gerade eingeschaltet haben, möge unser Herz jetzt ganz dem Herrn Jesus Christus gehören. Mögen wir ihn nun ganz ernsthaft anbeten und seine Wege suchen in allem, was wir tun.
Gesegnete Zuhörer, es besteht jetzt die Möglichkeit, Jesus Christus im Herzen zu empfangen und Gebet und Buße vor dem Herrn zu bringen. Bitte wiederholt nach mir. König Jesus, ich bin ein Sünder und heute tue ich Buße für alle meine Sünden. Bitte wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Bitte vergib mir alle meine Sünden, die ich bis zum heutigen Tage begangen habe. Heute kehre ich ab von allen Sünden und ich empfange dich in meinem Herzen als mein Herr und Erretter. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des ewigen Lebens. Und fülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mir hilft, deinen Willen zu tun, in Heiligkeit und Gerechtigkeit zu leben, Tag für Tag. Bitte schreibe dein Wort ganz tief in mein Herz und bitte führe mich in dein ewiges Königreich. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bin ich heute wiedergeboren. Amen. Allmächtiger Vater, im mächtigen Namen von Jesus Christus, danke ich dir für all die Dinge, die du gerade in der Gemeinde tust, dass du das gefallene Zelt von David wiederherstellst, dass du uns wiederherstellst. Vater, ich bete, dass du unsere Herzen erneuerst und uns mit deiner Weisheit füllst. Ich danke dir für jeden Zuhörer. Du kennst die Lebenssituation von jedem Einzelnen. Vater, ich bitte dich, dort einzugreifen, wo sie Hilfe brauchen. Stärke sie und heile sie dort, wo sie Heilung brauchen. Öffne ihre Augen, sodass sie immer mehr und mehr deine Wege erkennen für ihr eigenes Leben. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bete ich. Amen. Verehrte Zuhörer, ich danke euch, dass ihr heute zugehört habt. Das war die Sendung Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Pastor Julia. Shalom.